Hallo, mein Name ist Nora. Diese braunen Flecken auf meiner Haut kamen nach und nach in den ersten Monaten meines Lebens. Meine Eltern sagen, die Flecken machen mich zu etwas ganz Besonderem. Sie zeigen, dass mein NF1-Gen anders ist als bei den anderen. Es hat eine Mutation, das nennt man Neurofibromatose Typ 1 oder kurz NF1. Jeden Tag kommen weltweit 130 Kinder mit Neurofibromatose auf die Welt. Eines von 2000 Babys ist also betroffen. Eine Hälfte hat die Krankheit von einem Elternteil geerbt. Die andere bekommt die Erkrankung einfach so. Ja, es kann jeden treffen. Deswegen geht es uns alle etwas an. In Österreich gibt es ca. 4000 Menschen mit NF. Es gibt drei Arten der Neurofibromatose, Typ 1 und Typ 2 wie die seltene Schwannomatose. Dabei ist jeweils ein anderer Abschnitt des Erbgutes, das heißt unterschiedliche Gene betroffen. Auch die Krankheitsbilder unterscheiden sich stark. Allen gemeinsam ist jedoch die Bildung von Tumoren, die überall an den Nerven im Körper entstehen können. Die Folge davon können schwere kosmetische Probleme, chronische Schmerzen, Lähmungen, Funktionsausfälle bis hin zu lebensbedrohlichen Ereignissen sein. Besonders die Eltern sind bei der Diagnoseverkündung geschockt. Sie machen sich große Sorgen und blicken in eine ungewisse Zukunft. Sie haben viele Fragen und derzeit nur schwer Zugang zu psychologischer Unterstützung. NF1. Sechs oder mehr dieser sogenannten Café-au-lait-Flecken sind ein erster Hinweis auf NF1. Die Symptome sind vielfältig. Es können sich schon früh Tumoren an wichtigen Nervensträngen bilden, zum Beispiel auch im Gesicht oder an wichtigen Organen. Diese können sehr groß werden. Jedes dritte NF1-Kind entwickelt orthopädische Probleme, wie Knochenfehlbildungen, zum Beispiel Missbildungen des Schädels oder Verkrümmungen der Unterschenkel oder der Wirbelsäule. Jedes fünfte Kind mit NF1 bekommt oft schon in jungen Jahren einen Hirntumor, meistens an den Sehnerven. Bei manchen treten dabei gar keine Beschwerden auf. Manche dieser Tumoren führen jedoch zu Sehverschlechterung oder Erblindung. Betroffene Kinder brauchen dann sogar eine Chemotherapie. Jedes zehnte NF1-Kind wird im Laufe seines Lebens einen bösartigen Nervenscheidentumor entwickeln, der lebensbedrohlich sein kann und daher rasch erkannt und behandelt werden muss. Typisch ist auch die Entstehung von Nerventumoren, sogenannten Neurofibromen, die auf oder unter der Haut wachsen können. Sie beginnen vermehrt im Pubertätsalter zu wachsen und werden mit dem Alter zahlreicher und größer. Sie können das Aussehen stark verändern und eine große psychologische Belastung sein. Viele Kinder mit NF1 haben neuropsychologische Probleme bei räumlicher Wahrnehmung, Lernen, Aufmerksamkeit oder auch bei sozialen Kompetenzen. NF1 kann über 100 verschiedene Symptome hervorrufen und man kann derzeit nicht vorhersagen, welchen Verlauf die Erkrankung nehmen wird. Neurofibromatose Typ 1 begleitet uns das ganze Leben lang. Ich muss oft zum Arzt, aber meine Eltern haben mir gesagt, dass er rechtzeitig erkennen kann, falls neue Komplikationen auftauchen. Neurofibromatose ist noch viel zu wenig bekannt. Alle Formen von Neurofibromatose sind derzeit unheilbar. Es gibt in Österreich und in vielen anderen Ländern derzeit keine ausreichende medizinische, neuropsychologische und psychosoziale Versorgung für Betroffene. Strukturen für nachhaltige Forschungsarbeit und die Ausbildung von Ärzten fehlen. Darum gibt es den Verein NF Kinder. Ein Marienkäfer ist das Symbol für den Verein. Er bringt Glück und das können wir NF-Kinder gut gebrauchen. Außerdem hat er auch Flecken, so wie wir. Gemeinsam wollen wir ein Schwerpunktzentrum für Kinder mit Neurofibromatose und Schwannomatose in Wien eröffnen.
Dort sollen Patienten von Ärztinnen, Psychologinnen und einer Krankenschwester betreut werden. Außerdem werden wir dort Nachwuchsärzte und Psychologen ausbilden und die Krankheit weiter erforschen. Wir sind startklar und zum Abheben bereit. Uns fehlen nur noch die monatlichen Mittel, um das benötigte Personal zu finanzieren. Kannst du uns zum Beispiel mit nur 50 Cent pro Tag dabei unterstützen? Dann hilf uns bitte mit einer monatlichen Spende von 15 Euro. Das ist die beste Möglichkeit, den Betrieb der NF-Kinderklinik nachhaltig abzusichern. Sobald 2000 Menschen in Österreich 15 Euro monatlich spenden, können wir den nachhaltigen Betrieb sicherstellen. Hilf bitte jetzt! Spendeninfos findest du auf unserer Website. Ninifee ist unser Geschenk an alle Vereinsmitglieder und für Spender, die 50 Euro oder mehr spenden. Also unterstütze auch du jetzt den Verein NF Kinder und Ninifee macht sich auf den Weg zu dir.